Herzlich willkommen heute hier auf der CRM Expo in Nürnberg. Wir wollen uns mal anschauen, wie Mobile und CRM sich vertragen, welche Möglichkeiten und Stimmungen es hier auf der Messe gibt. Mein Name ist Carsten Schermeitert, Herausgeber der GFM Nachrichten, und ich freue mich gemeinsam mit Ihnen auf diesen spannenden Tag. Das Thema Mobile ist hier ein völlig unterschätztes Thema, weil Mobile meckern wird absolut angesagt sein. Mein Mobilgerät sagt mir, wo ich bin, und jetzt sage ich meine Meinung zu dem, was ich hier gerade erlebe. Ich kann mit Fail und mit Lob, I love it, kann ich Kommentare abgeben zu einer Veranstaltung wie dieser. Ich kann zu einem Laden, zu einem Shop eine Meinung geben, zu einem Restaurant kann ich Bewertungen abgeben. Zu allem, wo ich bin, kann ich Bewertungen abgeben, und das wird für die Kunden, für das Customer Relationship Management eine ganz entscheidende Rolle spielen. Ja, meine Einschätzung dazu ist, dass in den Kundenprojekten die mobilen CRM-Lösungen in vielen Fällen nachgefragt werden. Die Kunden spielen mit dem Gedanken, eben auch mobil unterwegs auf die CRM-Daten und aber auch nicht nur auf die Daten, sondern auf die Prozesse zugreifen zu können. Die, nach meiner Beobachtung, bieten die Hersteller dazu zurzeit noch unzureichende Unterstützung an. Das ist sicherlich zum großen Teil auch der größeren Anzahl an Plattformen geschuldet, für die man diese mobilen Integrationen entwickeln müsste. Also wir als CRS, wir sind seit 25 Jahren in dem CRM-Markt unterwegs und erleben schon seit geraumer Zeit eine verstärkte Nachfrage nach Mobilität. Gehört aus meiner Sicht auch zu einem der vier Trends dieses Jahr. Neben Social Media, was auch ein starker Trend ist, Cloud Computing und XRM, würde ich sagen, ist Mobility eines der stärksten Themen. Die neuen Endgeräte bringen natürlich mehr Möglichkeiten mit. Smartphones gibt es zwar schon länger, aber die Displaygröße ist natürlich begrenzt. Also man hat nicht unbedingt Spaß, viele Daten einzugeben auf so einem kleinen Gerät. Das ist eher konsumorientiert. Während jetzt bei den Tablet-PCs, die sich sehr stark durchsetzen im Moment und mit Sicherheit einen Siegeszug noch vor sich haben, eine Displaygröße vorherrscht, die es durchaus erlaubt, auch Dateneingabe in vernünftiger und komfortabler Art und Weise zu machen. Und in der praktischen Umsetzung erfahren wir häufig in den Projekten, dass zwar das Interesse grundsätzlich da ist, wenn es aber denn dazu kommt, tatsächlich die Umsetzung konkret zu planen und durchzuführen, die Kunden doch noch, auch aufgrund der hohen Investitionskosten, zurückhaltend sind, tatsächlich eine solche Umsetzung zu machen. Die hohen Umsetzungskosten kommen dazu, dass es eben noch immer recht spezialisierte Lösungen sind, und zum Zweiten, dass auch in den Unternehmen noch eine gewisse Heterogenität bezüglich der eingesetzten mobilen Lösungen vorherrscht. Das ist völlig richtig. Wir haben einen breiten Markt an Kunden, und dort findet sich nicht nur eine Plattform vor, wie Sie richtig sagen, es sind einfach verschiedene. Und es ist letztlich so, dass wir als Anbieter von modernen CRM-Systemen dafür Sorge tragen müssen, dass der Kunde die Plattform und das Endgerät nutzen kann, das er möchte, das er aussucht. Sei es, dass es eine Company Policy gibt, für BlackBerry zum Beispiel, oder dass es seinen Mitarbeitern die Wahlfreiheit lässt. Ergo müssen moderne, gute CRM-Systeme Android-basierte Geräte unterstützen, iOS natürlich, also sprich Apple-Geräte unterstützen, Windows-basierte Geräte unterstützen und BlackBerry-Geräte unterstützen. Und ich glaube, damit hat man schon den Großteil erschlagen. Im Bereich Symbian mit Sicherheit auch, wenn auch für Nokia leider der Symbian-Anteil natürlich sinkt in den letzten Jahren. Aber das sind dann schon in Summe die fünf wesentlichen Plattformen, die Sie unterstützen müssen. Und es ist keine Frage, Sie müssen sie unterstützen.